Und ganz herzlich willkommen, hallo, zu einer neuen Folge von Let's Play Wayne, die in die Ink-Maschine. Ja, ich habe sehr lange gebraucht, aber ja, ich habe in den 2, 3 Wochen, in den 1 bis 2 Wochen auch nichts herausgefunden, wie man weiterkommt. Aber ist ja nicht schlimm, wir zocken heute einfach eine Runde und das reicht ja auch. Vielleicht fahren wir auch von vorne an, wir schauen mal. So, aus Spaß, zum Spaß so. Weil ich vermisse das Spiel. Ich vermisse das Spiel einfach nur wirklich. Beginn. Oh, Entschuldigung. Ich kann ja nochmal versuchen, dass wir da weiterkommen mit dieser scheiß Musik. Aber wenn wir jetzt nicht weiterkommen, dann würde ich ganz gerne nochmal irgendwie da von vorne anfangen. Also das Spiel nochmal von vorne anfangen. Also nur mal so Spaß zum Start anfangen und der nächste Part, der dann irgendwann kommt, dann wird die Story auch weitergeführt. Soweit wie wir gerade gekommen sind, werden wir auch beim nächsten Mal weitergehen. Ist halt nur so ein kleiner Reset heute, nur einmal und dann ist beim nächsten Mal wichtig und richtig weiter. So. So ist gut. Entschuldigung. So. Also, ich kann leider auch kein Englisch. Das ist ja mein Problem leider. Okay, wir gehen nochmal hier hin. Also. Ich habe auch irgendwie Bock auf das Game, wirklich. So viel Bock, aber ich komme leider nicht weiter. Ich komme leider nicht weiter. Ich hätte es wirklich besser als Let's Play machen können, aber ist kein Problem. Vielleicht wird es ja noch besser als was ich gemacht habe gerade. 3, 2 Folgen hochgeladen. Ja, ich möchte auf jeden Fall viel mehr hochladen. Also. Von vorne fangen wir nochmal an. Also. Ich versuche jetzt nochmal diesen Musikdingspunkt anzumachen. Vielleicht klappt das ja auch diesmal. Wär wirklich krass, wenn das geht. Ja, sorry. Hat klappt aber nicht. Hat nicht geklappt, aber ist egal. Aber es war so ein Knack irgendwie, es war ein Knack. Komisch. Aufnahme. Ach, auf einmal auf Deutsch, ne? Auf einmal, ne? Auf einmal. Okay, dann kommen wir doch heute weiter. Als ob wir doch weiterkommen. Okay, da muss ich jetzt vorlesen, okay? Als ob wir jetzt doch weiterkommen. Und warum ist es auf einmal jetzt auf Deutsch? Ich verstehe das nicht. Ach, scheiß drauf. Ich lese es für euch vor, okay? Versprochen. Los geht's. Ich mag zwar erst meinen zweiten Monat für Joy Dream arbeiten. Aber ich kann schon jetzt sagen, dass ich es liebe, hier zu sein. Die Leute scheinen meine Alice-Stimme wirklich zu mögen. Sammy sagt, dass sie das eines Tages genauso berühmt wie Wendys Stimme sein könnte. In den letzten paar Wochen habe ich alles vertont, von sprechenden Stühlen bis hin und tanzenden Hühnern. Aber das ist der erste Charakter, mit dem ich mich wirklich verbunden fühle. Und das war's. Mehr kann ich nicht weiter lesen. Okay. Also, auf einmal ist es auf Deutsch, ich verstehe es irgendwie gar nicht mehr. Ich hab gar nichts gemacht, ne? Ich habe gar nichts verstellt. Ich habe überhaupt nichts verstellt und jetzt auf einmal ist es auf Deutsch, ich verstehe es nicht, sorry. Oder bin ich irgendwie doof gewesen? Egal, ich habe Bock auf das Game, ich habe so Bock auf das Game, wirklich. Ich möchte mehr zochten. Ich möchte mehr zocken. Ich möchte mehr suchten und mehr zocken und das hab ich bis jetzt nicht geschafft, das ist irgendwie traurig. Egal. Wir machen weiter, ist alles gut. Also, wir können heute wenigstens die ganzen Nachrichten gucken. Wir lesen nochmal hier vor. Ich glaube, ich lese ohne euch vor. Könnt ihr auch selber lesen, ich glaube, ist gut so.
Okay. Ja, okay. Ja, also ich muss etwas machen, ich weiß jetzt schon. Also. Vielleicht auch mal hier hingehen, ich guck mal. Ich lese mal hier durch. Ah, okay. Mülltonnen gefallen ist, alles klar, ja. Als ich letzte Woche meine Runden gedreht habe, ich hoffe, okay, ja, okay. Also ich habe jetzt mehr herausgefunden, als ich echt dachte. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so schnell weiterkomme mit diesem Game. Ey, das ist ja mega gut, dass ich jetzt weiterkomme. Also man sollte jetzt einen Schlüssel sehen in einer Mülltonne. Ich guck mal ganz genau hin, ob es hier irgendwo einen Schlüssel gibt. Gucken ganz genau hin. Überall. So. Da haben wir schon mal keinen bekommen. Vielleicht der hier. Auch nicht. Ich muss nämlich mich untersuchen gehen hier. Hier ist nichts, ach egal. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ach, ich hab heute so viel Bock, ne? Ich habe heute so viel Lust auf das Game und ja, ich komme doch ein bisschen weiter. Ist ja was Gutes eigentlich. So, da ist nichts, okay. Ja, also ich will erstmal wissen, wo jetzt die Mülltonne ist. Mit dem Schlüssel. Das ist mir sehr wichtig. Vielleicht auch hier, aber ich sehe nichts. Hier ist so viel Mülltonnen und ich finde leider den Schlüssel nicht. Ich hoffe, ich bin nicht blind. Aber da ist keiner drin. Da ist keiner drin von diesen Schlüsseln. Also, wir gucken uns nochmal genau um, keine Sorge. Ich hab's auf jeden Fall vorgelesen, aber irgendwie hatte ich nichts. Ich verstehe gar nichts. Da ist ein Schlüssel drin. Ja, moin. Ja, moin. Hier haben wir den Schlüssel. Ich dachte, ob der nicht hier ist. Ich habe echt nicht gedacht, ob der hier ist. Aber ist ja nicht schlimm. Jetzt müssen wir woanders hin. Da muss ich erstmal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wo sollten wir den Schlüssel denn einsetzen? Ich weiß es gar nicht. Meine Güte, ey. Bin ich wieder verliebt in diesem Game. Ich bin so wieder verliebt. Ich bin so wieder verliebt. In diesem knuffigen Game. So. Geht's gleich hier weiter für uns? Auch nichts. Naja, okay. Wo könnte denn der Schlüssel sein? Ich glaube, wir waren doch letztens hier, oder doch? Da müsste mal reingehen jetzt. Weil da ist doch genau. Alter, ich komme doch weiter in diesem Game. Nicht wahr? Ja, okay. Der Kontrabass spielt tiefe Töne. Der Kontrabass kehrt zurück und spielt laute Töne. Das Klavier erklingt sanft, die Geige spielt mit. Okay. Alter. Junge. Ich hab's endlich. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid, Mann. Als ob ich jetzt auf einmal weiterkomme. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Ich hätte ja schon viel früher das aufnehmen können hier, diesen Part, aber. Ja, ich wusste halt nicht, ja.
Und wenn man nicht weiterkommt, also wenn ich halt nicht weiterkomme, dann habe ich gar keine Lust mehr auf ganz viele Spiele. Wirklich nicht mehr. Da bin ich halt ein bisschen traurig. Oh nein, ich komme nicht weiter. Ich habe es mir umsonst gekauft. Habe ich mir aber nicht, weil ich jetzt weiterkommen kann. So, also ich muss halt nochmal im Internet gucken. Also nicht im Internet, ich meine gleich. Muss ich erstmal schauen, warum es auf Deutsch ist auf einmal. Und ich muss auch gleich nochmal schauen, warum das und das jetzt auf Deutsch ist. Und ja, wir spielen aber erst gleich erstmal diese Musikstücke ab. Das Lieblingslied von denen. Er startet meinen Projektor und rast von dem Projektorkabine nach unten zum Aufnahmestudio, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Ein paar Sekunden später schaltet sich der Projektor aus, aber Sammy kommt eine Zeit lang nicht heraus. Okay, ich muss es verstehen. Ich versuch's mal. Also ich muss erstmal jetzt gucken, was Kontrabass heißt und das heißt, aber ich kenne ja ganz viele Instrumente schon, das kann man sagen. Ich kenne sehr viele Instrumente, also ich glaube, da weiß ich wenigstens, was am Start wird und auch am Start bleibt. So. Ich gucke es mal eben hier bei diesem Album, weil ich habe ja auch Fotos gemacht. Dann gucke ich eben mal, was die wollten. Ja, das Kontrabass spielt tiefe Töne. Was heißt tiefe Töne, bitteschön? Das Klavier, okay. Die Geige spielt mit durchdringender Stimme. Ah, okay, das wird aber echt ein bisschen knifflig, aber es ist ja auch ein Krisenspiel. Finde ich auch cool, so wie es gerade ist. Okay. Also, der Kontrabass spielt tiefe Töne. Der Kontrabass kehrt zurück. Ja, was heißt denn kehrt zurück? Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss. Ich kann doch nicht zweimal nacheinander Kontrabass spielen, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich muss der Kontrabass einmal spielen, dann muss ich Klavier, dann muss ich Geige und dann Kontrabass, oder? Das kann sein. Oh Gott. Kontrabass. Kontrabass, Klavier, Geige. Okay, wir schaffen das. Geige einmal, also Klavier ganz sanft. Sanft. Dann das hier ganz wild. Und dann einmal das. Das war's. Verkackt? Oh, schade. Oh Mann. Ja, ich wusste es ja. Okay. Dann machen wir es nochmal. Also in anders. Ich verstehe leider nicht, was sie mit sanft und mit lauten Tönen meinen, aber okay. Ist okay. Wir haben mal ein bisschen Zeit. Okay. Ich merke schon mehr, dass ich viel gute Laune habe jetzt in diesem Game. So muss es ja auch sein. So, jetzt einmal Klavier einmal, dann das vielleicht. Kann auch sagen, das geht, ja, und dann ist falsch. Okay, also ich bin fast richtig. Wenn er sagt, das ist falsch, dann kann ich ja auch von vorne mal anfangen. Also Geige, also Kompass ist richtig, dann kommt Klavier, aber dann kommt was anderes. Ich denke mal, das ist so, dass man Kompass, das Kontrabass spielt, danach Klavier, danach Kontrabass und danach Geige, weil das dann auch auf einmal ausgeht, ne?
Wenn ich sofort Geige spiele, dann geht's immer aus. Das heißt dann wohl, dass dann die Geige an diesem Platz fehlerhaft ist. Ist aber auch nicht schlimm. Weiter geht's. Jetzt schaffen wir es eventuell. Eventuell, es wäre wirklich schön. So. Wie gesagt, kommt Truppas, wie auch immer es heißt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Zack. War eigentlich schlecht, geht sanft. Die Klaviersachen machen. Sanft das und jetzt. Das nochmal vielleicht. Auch falsch. Oh, meine Fresse, bin ich doof, oder? Muss mir nochmal durchlesen. Tiefe Töne. Ich muss es nochmal verstehen. Ja, ich verstehe es überhaupt nicht, aber ist ja nicht schlimm. Vielleicht verstehe ich ja auch mehr in Deutsch. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Los geht's. Kontrabass, Kontrabass und dann Klavier und dann Geige. Wenn das so gewollt ist, dann tut es mir wirklich leid. Ich verstehe es nicht. Also, ich lese mal vor eben. Ich bin ja sehr doof für, weil ich weiß nicht, was die mit damit meinen. Mit diesem Tief und das. Ja. Tiefe Töne. Was ist tief denn? Ich weiß ja gar nicht, was man machen soll mit tief. Kehrt zurück und ja, was ist denn kehrt zurück? Ich verstehe es nicht. Er klingt sanft. Naja. Ich muss doch so viel verstehen, ne? Also, Kontrabass, doch das hier auch nicht. Das müsste doch sein. Auch falsch, ja, okay, dann verkacke ich immer. Ich verkacke. Das läuft dann auch immer. Dann? Was dann? Geige vielleicht? Falsch. Ah, mein Fresse. Ja, jetzt vielleicht. Ich glaube, so vielleicht mal. Ich würde es jetzt mal so versuchen. Dann das vielleicht. Ja, okay, nicht schlecht. Und jetzt vielleicht das nochmal. Falsch, scheiße, okay. Dann vielleicht Kontrabass, dieses Dings, dann das und dann Klavier. Ach, ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe nichts mehr, aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe wenigstens gute Laune und das ist ja auch ausreichend. Und immer mehr Ungeheuer nistet sich hier ein unter diesem Spielfeld. Naja, okay, jetzt versuche ich es nochmal. Ich habe ja jetzt was vor. Also, das einmal bitte. Zack. Einmal das bitte. Das einmal. Ja. Und jetzt vielleicht das. Das kann sein, dass es so richtig ist. Ja. Oder falsch? Falsch, oh nein. Ist falsch. Ja, dann habe ich das falsch gemacht. Ist trotzdem gut gewesen. War trotzdem ein guter Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, ist auf jeden Fall weitergekommen. Wir haben es ein bisschen auf Deutsch verstanden jetzt. Und ja, ich wollte euch eigentlich ja sagen, ob ich das Spiel nochmal ganz einmal nochmal von Anfang an spielen möchte. Also nur einmal so ein paar und dann bin ich wieder so hier wie, wo wir gerade stehen geblieben sind oder auch stehen geblieben sind. Irgendwann die Parts werden wir dann nochmal von vorne anfangen. So ein Spaß-Video machen, so ein kleines Humor und auch humorvolles Video machen und dann, ja, so ganz kurz noch am Anfang, nochmal von vorne anfangen, ganz kurz und dann nochmal das verstehen und dann haben wir es ja auch gut. Gut, ich glaube, beim nächsten Mal werden wir aber auch erstmal dann das hier verstehen. Ich werde also mich im Internet ein bisschen kontrollieren und ich werde auch noch ein bisschen, ich werde mich da ein bisschen noch dran arbeiten, dass ich das schaffen kann mit euch. Also. Vielen Dank und ich werde daran arbeiten, dass wir den nächsten Part auch voller Action wieder haben. Vielen Dank und ich war einfach nur glücklich, dass wir heute diesen coolen Part heute zwar nicht so perfekt gemacht haben, aber wir haben ihn ein bisschen auf Deutsch.
ja, halt ein bisschen verstanden und auch übersetzt bekommen. Überraschend haben wir ihn auf Deutsch bekommen. Was soll's, ich bin jetzt weg und danke euch, dass ihr dabei gewesen seid, ihr Lieben.